Servus Leute, jetzt ganz kurz spontanes Video, einfach weil die Sachen gerade da sind. Ich habe hier einfach jetzt gerade mal kurz ein paar Flossen zusammengesucht, weil da einfach immer viele Unklarheiten herrschen. Es gibt viele Missverständnisse und ganz kurz zu den verschiedenen Flossen. Ihr seht hier im Vergleich Kurzflosse, Langflosse und Taucherflosse. Die meisten Leute denken immer, viel hilft viel, deshalb kaufe ich mir die längste Flosse, die ich kriegen kann, aber dieses Teil, so ein Teil aus Hartplastik, wegschmeißen, braucht man nicht. Warum? Es ist einfach komplett starr, sehr, sehr unbeweglich. Um die Bewegung des Kraulbeinschlags zu lernen, braucht man eine weiche Flosse. Hier im Vergleich dazu auch eine Langflosse, aber aus Vollgummi, die hier ganz, ganz, ganz weich ist. Ihr braucht die Bewegung im Fuß, im Sprunggelenk, um wirklich die Bewegung zu lernen, um euren Beinschlag flüssig zu machen, um auch die Wasserwirbel, die beim Kraulbeinschlag entstehen, zu beschleunigen, um eben den Vortrieb zu entwickeln. Deshalb, dieses Teil, wenn ihr es im Rucksack in der Tasche habt, ich bezweifle übrigens, dass so ein Teil in den Rucksack reingeht, selbst in den neuen Backpack von Adidas, wird es knapp. Deshalb, dieses Teil wegschmeißen. Hat im Schwimmsport nichts zu suchen, könnt Taucher gerne anziehen, aber sonst nichts. Anfängerbereich. Kauft euch eine lange, weiche Vollgummiflosse. Einfach eine lange Flosse ist besser, um die Bewegung zu lernen. Und durch den Weichheitsgrad, durch die Flexibilität hier, kann man richtig schön verbiegen, kann man wirklich die weiche Bewegung erlernen. Die Kraft, die auf das Knie einwirkt, ist nicht zu hoch. Und man kann einfach einen sauberen Beinschlag aus der Hüfte übers Knie, übers Sprunggelenk durch diese weiche Flosse ausüben. Deshalb Anfängerbereich sehr, sehr gut, holt euch dieses Teil. Im fortgeschrittenen Bereich und im Leistungssport sind eigentlich die Kurzflossen sehr, sehr verbreitet, einfach weil man damit noch ein bisschen mehr das Krafttraining im Wasser der Beine machen kann. Es ist einfach ein bisschen anstrengender, mit einer Kurzflosse zu arbeiten, weil man wirklich aktiv mehr auch aus dem Sprunggelenk arbeiten muss, um diesen Vortrieb zu erzeugen, den man mit einer weichen Vollgummiflosse viel einfacher erzeugen kann. Da muss man ja wirklich, ihr kennt es, da muss man wirklich kaum arbeiten, dass man eigentlich selbst als ganz, ganz krasser Anfänger damit schon Vortrieb erzeugen kann. Ja, deshalb fortgeschrittenen Bereich könnt ihr euch einfach die Kurzflossen holen, habe ich auch bei mir im Rucksack immer mit dabei. Und ja, das war es auch schon, spontanes Video. Ich hoffe, euch hilft es weiter. Es gab auch schon mal ein Flossen-Tutorial hier auf dem Kanal. Schaut da einfach mal in die Tags rein. Schaut Flossen-Video, Flossen-Vergleich, da findet ihr das andere Video. Aber da zeige ich im Prinzip genau das Gleiche. Ist nur einfach 2 Jahre her, wahrscheinlich ohne Bart. Aber im Prinzip Inhalt dasselbe. Das war's schon wieder. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch wie immer. Abonniert es, spreadet es. Und bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.